So, nachdem das Ganze jetzt gesichert ist, kann man es mal versuchen. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass wir einfach da drüben dran springen müssen. Wenn nicht, ja, Pech gehabt. Boah, natürlich. Ach so, ja, ja. Oh, warum nutze ich einfach nicht? Ja, spring mal, wenn du springst und dann an die Kante. Ne? Mit dem Drahtseil, mit dieser Hakenachs, dann könnte das Ganze funktionieren. Oh nein. Ja, gut. Ist halb so wild. Wartet mal. Wir haben tatsächlich den Rest, den haben wir behalten. Alles klar. Deswegen ist es halb so wild. Wir können also tatsächlich einfach hier hoch. So, offenbar. Huch. Ist das Tierchen auch schon ein wenig, ja, im Winterschlaf. Drücken wir es einfach mal so aus. Dann klingt jetzt auch gleich mal viel besser. So. Zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. So. Ich glaube, der fällt wieder runter, oder? Ja, der fällt wieder runter. Alles klar, trotzdem. So, Gischte haben wir genommen. Alles klärchen. Ich muss mal lernen, mehr an dieses Seil zu denken, beziehungsweise an unsere Hakenaxt, wie es ja so schön heißt. Hakenaxt, was für ein komischer Name. So, und hier haben wir das Dokument, alles klärchen. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Okay, also der Oberste, der erste Apostel gab den Wohlstand durch sein Geburtsrecht auf, um dem Propheten zu folgen, als die Zahl seiner Feinde wuchs. Das Ganze aus den Tagebüchern wieder von Dektius, dem ersten Apostel des Propheten 972 AD. Ja, haben wir auch wieder hier ein bisschen was gelernt quasi. Und ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt hier auf dem regulären Weg schon unser Dokument bekommen. Deswegen alles halb so wild. Aber hier kommen wir nicht rein. Wir wollen ja immer noch in die Kathedrale rein. Ich glaube, wir müssen dafür erst hier drauf und dann da hoch. So, einmal da lang, da lang. Trinity ist da. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Ein paar mehr Leute von Trinity, die hier schon drinne sind. Ja, ich habe die Frage, ob wir da irgendwie langkommen. Alles klar, da unten waren wir schon. Zumindest dort in der Nähe. So. Hier ist noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Was? Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt entdeckt wurden. So, Schatz. Wow, ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Da lang. Komm. Jawohl. Die finden so weit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle. Konstantin sucht. Den Teil hat die Das für dich, aber ich glaube, Geld ist nicht ihr Ziel. Hast du Konstantin seine Reden über eine neue Welt und ihn abgekauft? Ich dachte, dass er bloß die Oh Gott. Oh Gott, das war ein Fehler. Irgendwo? Okay, alles klar. Wenn die uns noch nicht entdeckt haben, dann können wir sie offenbar auch noch lautlos exekutieren. Vereinfacht ausgedrückt. Gar nicht mal so verkehrt. Oh. Was für ein Vergnügen. Ja, wieder aufheben. Funktioniert nicht. Alles klar. So, hier haben wir offensichtlich alles. In die Richtung dürfte es vielleicht gar nicht weitergeben. Da hinten sehen wir die Schollen. Wir sehen auch die entsprechenden Feuer, sag ich mal. Ja, das Feuer ist ein bisschen komisch aufgelöst, sehe ich auch. Macht aber nichts. Macht rein gar nichts. Also, dort ist das Gebiet, wo wir quasi in dieses Tal, sagen wir mal, das geothermale Tal, wo wir reingekommen sind. So. Dort wird man langkommen. Die Frage ist, ob dort überhaupt irgendwas befindlich ist, ob wir da lang müssen.
Oder ob das nur ein optionaler Weg ist. Ich glaube nicht, dass da oben irgendwas noch gibt. Ich gehe direkt mal hier lang. So. Und stellen fest, hier ist noch was. Okay, von dem wir natürlich nichts mitnehmen können. Ja. Das war jetzt nicht so toll, aber gut, was willst du machen, ne? Wir könnten darüber springen eventuell und dann dort hoch. Schaffen wir das, Leute? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Okay, den Teil haben wir schon mal geschafft. Jetzt noch den Rest nach oben. Und schon sind wir in der Ruine dieser Kathedrale. Denke ich mal, oder? Das müsste die Kathedrale hier sein. Ja, die Kathedrale. Finden Sie einen Weg in die Kathedrale, alles klar. Überflutetes Archiv. Ja, sehr schön. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es betrachten will. Hier sehe ich noch nichts von Flut. Wahrscheinlich kommen wir da jetzt erst rein, wenn wir da drüben hingehen. So, zack, einmal da lang. Okay, die Glocke. Von oben irgendwo. Von da ganz oben. Wir können gar nicht weiter nach oben schauen. So, von da ganz oben ist sie quasi nach unten gestürzt. Eventuell müssen wir auch da hoch irgendwie. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich feststellen, denke ich mal. Während es hier... Ich sehe es schon. Es ist richtig, richtig dunkel. Also wie gesagt, wenn euch das so dunkel sein sollte, geht's Bescheid, ne? Nur dann weiß ich auch... Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Dort offenbar nicht. Vielleicht da lang. Ja, wir haben Anna gehört. Wir sind offenbar Anna auf der Spur. Also klar, sowieso, aber offenbar haben wir sie fast erreicht. Derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Ja, natürlich, wir dürfen jetzt schießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lad mal nach, Lara, und dann zack. Oh Gott. Überlebt!
Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Okay, interessant. Jetzt wird es ein wenig actionreich, beziehungsweise ein wenig spannend, was das angeht. Ja, wir haben hier Dokument. Ich lese gleich vielleicht noch meine Gedanken auszuführen. Oder meinen Gedanken auszuführen. Ich hätte schon gern gewusst, wie denn Anna reagiert hätte, wenn wir ihr wirklich dieser Kooperation zugestimmt hätten. Hätte sie uns eventuell am Leben gelassen? Denn ich persönlich glaube, dass sie ein Charakter ist, der dann doch irgendwo, ich meine, mit diesen Gründen, mit diesem Hintergrund dieser Krankheit, dieser unheilbaren, offenbar unheilbaren Krankheit, dass sie dann doch, wenn diese Krankheit geheilt werden könnte und diese geheilt worden wäre, dass sie dann doch eher ein Mensch wäre, der, ja, eher rücksichtsvoll und vielleicht dann doch nicht so brutal ist. Das ist so ein großes Fragezeichen. Ja, ich meine, jeder kann wirklich tiefe Abgründe in sich entdecken, wenn er an Grenzen stößt oder in Situationen gerät, die ein Mensch normalerweise in seinem Leben nie erfahren würde. So, aber jetzt mal hier dazu. Wir machen hier weiter. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Ja, und auch hier sehen wir, das, oder hören wir zumindest mal, dass Anna dann doch eine Person ist, die dann letzten Endes erstmal auch einen Weg sucht, das Ganze so unbrutal wie möglich hinzubekommen. So, aber ja, Situation ist Situation. Wir sind jetzt hier, wir haben Annas Angebot ausgeschlagen. Deswegen können wir in dem Moment erstmal gar nichts anderes machen, außer selber weiter nach der göttlichen Quelle Ausschau zu halten und uns quasi dorthin zu begeben. Ja, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Hier natürlich von Trinity ein Soldat. So, hier laden wir vielleicht mal nach. Braucht man nicht, alles klar. Hier brauchen wir auch nicht nachzuladen und hier bei dem auch nicht. Na gut, dann können wir oder müssen sogar in diese Richtung weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht machen wir doch erstmal hier die Pistole rein. Und haben das. Das ist er. Das muss er sein. Okay, der Atlas. Ja, finden Sie einen Weg hinab ins Archiv? Das könnte der Atlas sein, der da unten so fröhlich vor sich hinleuchtet. Erstmal haben wir hier ein Lagerfeuer. Lara, hast du was zu sagen? Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Okay, interessant, sehr interessant. Und ja, tatsächlich hörte sich das Ganze stark danach an, als ob hier irgendetwas Übernatürliches auf uns wartet. Auf das wir eventuell treffen werden. Ich meine, das Ganze, wer Tomb Raider kennt, nicht nur jetzt den Teil oder auch den Reboot von 2013. Tomb Raider spielt viel mit dem Übernatürlichen. Und ich glaube, wir kommen so langsam an den Punkt, wo auch wir das kennenlernen werden. So, was heißt spielt viel mit dem Übernatürlichen, ist natürlich zu viel gesagt. Letzten Endes vielleicht Gegner, ja, die durch das Übernatürliche entstanden sind, durch Mythen, durch Legenden, wie auch immer. Ja, wir gucken hier aber erstmal, dass wir das hier vielleicht verbessern. Rückstoß, weniger Rückstoß wäre gut. Allerdings, ich würde vielleicht erstmal die Pistole weiter nach oben treiben. Für die Schussfrequenz erstmal, ich hätte natürlich auch gerne, ja, hier gezogener Lauf, okay, Schaden. Und hier hätten wir nur Rückstoßstabilität. Hätte ich beides gerne noch. Schnellwechselmagazin wäre natürlich auch nicht verkehrt. Haben wir alles noch nicht.
Da müssen wir überall noch hinkommen. Die Pistole ist erstmal verbessert, denn mit der, denke ich mal, werde ich jetzt erstmal weitergehen. So. Ja, machen wir das an. Wir müssen irgendwie da runterkommen. Ja, Fledermäuse, sehr schön. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Okay. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Okay, ich weiß schon, wo das hinführen könnte. Wir dürfen eventuell jetzt mit diesem Feuer spielen. So, haben wir hier noch irgendwas anderes? Was? Was war das? Ja, ich glaube, es war noch das Lagerfeuer. Ja. Sehr, sehr interessant. So, wir rufen vielleicht mal kurz die Karte auf. Und ja gut, ich habe nicht viel von der Karte, deswegen... Naja. Unsere einzige Möglichkeit ist jetzt quasi, diesen Weg hier zu folgen. Das werden wir auch direkt mal machen. Kleine Flair. Also diese Leuchtstäbe. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oha. Oha. Könnte das vielleicht eine Auswirkung von dem griechischen Feuer sein? Während wir hier Schreie im Hintergrund hören. Oh Gott! Lass mich! Bitte! Lass mich los! Nicht so! Ich kann nicht! Oh Gott. Nicht so! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war der Gnadenstoß, Leute. Normalerweise hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt umgebracht. Ich meine, er hat uns jetzt selber noch nichts getan gehabt. Vielleicht hätte er uns sogar am Leben gelassen. Man weiß es alles nicht, ne? Auch wenn er von Trinity ist. Er könnte das getan haben. Was zum Teufel ist das? Hier sehen wir noch niemanden. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Höchstwahrscheinlich ja, liebe Lara. Ich denke mal, das werden wir auch machen müssen, um überhaupt hier durchzukommen, denn ich sehe keinen anderen Weg. Hier ist noch, ja, Pfeile. Die können wir einstecken. Und die Pfeile werden wir jetzt auch nehmen. So. Einmal das. Nee, das kann man nicht mitnehmen, aber die Karte kann man mitnehmen. Ist das eine Karte? Die nee. Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes. Die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen. Seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Die Ritter des Trinity-Ordens. Das heißt, hier haben wir wirklich die direkte Verbindung Trinity-Orden und Trinity, also die jetzigen Trinity, die uns hier verfolgen und angreifen. Jetzt stellt sich allerdings die große Frage, also in meinen Augen zumindest große Frage, wie verbindet sich das Ganze mit Konstantin und Anna? Also sind die beiden wirklich mit dem gleichen Ziel bei Trinity, um, ja, mit dem, also mit dem gleichen Ziel dort, also sprich die Quelle rauszuholen, daraus Profit zu schlagen, die Welt mehr unter sich zu werfen, oder tut Konstantin, beziehungsweise tut Konstantin und Anna das tatsächlich nur, damit Anna überleben kann? Das ist die große Frage hier. Ich hoffe ja eher auf Letzteres, denn ich bin jemand, der wirklich gern an Menschen glaubt und drücken Sie zum Einsammeln, okay. Nee, alles klar, es sind immer noch die Dinge. Ich bin jemand, der an Menschen gerne glaubt und dementsprechend glaube ich auch erstmal an Konstantin und Anna, bis ich das Gegenteil sehe. Also, bis die beiden letzten Endes tatsächlich nicht überzeugt werden konnten und es keinen Ausweg außer dem Tod oder sowas gibt, ne? So, wir sind hier. Den Feind haben wir immer noch nicht gesehen, aber wir hören ihn immer weiter. Ein bisschen Bammel, wenn wir das jetzt aufheben, dass der Feind kommt.
Natürlich, natürlich. Wir, es war nicht anders zu erwarten. Gott, das ist aber nicht nett von euch. So. Einmal. Zweimal. So, bei dem sollte ich vielleicht mal hinten hingehen. Oder vielleicht auch. Sieht ein bisschen komisch gerade aus. So, zumindest mal haben wir die erste Welle überstanden. Die zweite dürfte bestimmt gleich anrollen, wenn wir hier uns weiter nach vorne bewegen. Wir haben den Atlas auf jeden Fall an uns genommen. Das ist schon mal eine gute Sache. Die Frage ist, können wir ihn auch behalten oder dürfen wir ihn gleich wieder an Trinity abtreten? Denn auch das könnte unter Umständen passieren. Haben wir denn hier irgendwas, was wir noch mitnehmen können? Boah, vielleicht sollte ich auch einfach mal versuchen, hier erstmal durchzukommen. Später nochmal zurückkehren, wenn die Möglichkeit besteht. Was ich zumindest mal hoffe. So. Wir haben hier schon wieder diesen seltsamen, ja, übermächtigen Feind da hören, der auch die Trinity-Soldaten bereits reihenweise wahrscheinlich abgeschlachtet hat. Zumindest hat Anna das ja zumindest mal angedeutet. So, die Frage ist, wo sind die nächsten Stunde die Gegner? Oh Gott. Ich habe keinen Sichtkontakt, aber die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. Bleibt an ihr dran. Ja, genau. Croft hat das Paket. Bleibt an ihr dran. Ja, natürlich. Eventuell hoch. Meldung! Wer hat Sichtkontakt? Feind! So, ist natürlich auch schön. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Okay, ich glaube, das Ganze sollte mal ein bisschen anders angehen. Indem wir eventuell einfach mal hier drin ein bisschen rumschleichen. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. Bleibt an ihr dran. So, der geht da lang. Meldung, wer hat Sichtkontakt? Ich sehe nichts in diesem Rauch. Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Warte. Bitte steig nur. Sie spielt mit uns. Sie muss doch hier sein. Wir haben Kontakt. Natürlich, natürlich.
Ah ja, ihr seid einer weniger. Mal gucken, ob wir die trotzdem irgendwie aufhalten können. Ich weiß nicht, wo sie exakt sind. Heilen müssen wir nicht unbedingt. So, den hätten wir erledigt. So, wir greifen mal da drauf zu und dann vielleicht. Ja, da haben wir noch zwei. Wartet mal. Kann man da ein bisschen was herstellen? Ja. Ah ja, okay, alles klar. Die sind wieder voll. So, wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Hier schon mal nicht. Dort auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sind denn die restlichen Feinde hin? Irgendwo waren sie. Da unten. Oh Gott. Ich höre sie schon, die sind rechts hinter uns auf jeden Fall. Und sorry, wenn ich jetzt zwischendurch schon mal wieder mal ein bisschen leise bin. So. Waren das jetzt alle? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es hört sich aber gut an. Boah, okay, alles klärchen. Das waren sie wahrscheinlich alle. Moment, wir gucken nochmal hier. So, alles durchgeladen. Das ist schon mal sehr gut. Hier können wir nochmal gucken, dass wir alles voll machen. So, da auch nochmal. Da können wir uns hier wahrscheinlich ein bisschen mehr umgucken, beziehungsweise ein bisschen einfacher. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas zu entdecken, was wir mitnehmen könnten. Ja, ich hätte das Ganze wahrscheinlich auch so lösen können, dass wir tatsächlich unentdeckt geblieben wären irgendwo. Wobei auf der anderen Seite, es könnte auch gut möglich sein, dass man hier tatsächlich den Kampf forciert hat. Also mehr oder weniger, dass man hier kämpfen muss, ob man will oder nicht. Gut, letzten Endes spielt das auch keine Rolle mehr, denn wir haben es ja Gott sei Dank geschafft. Wir sind ja hier. Ohne großen Verlust jetzt. Ich meine, einmal sind wir gestorben, aber das war es dann auch schon. Und ansonsten haben wir keine großartigen Verluste erlitten. Dementsprechend können wir hier eigentlich direkt weitergehen. So, zack, erstmal die noch mitnehmen. Eine schöne Übung war es übrigens auch, mal den Haken hier mal richtig zu benutzen. So, das lassen wir liegen. Das brauchen wir nicht wirklich. Ihn hier können wir auch noch abluten. Hier oben, den haben wir, glaube ich, schon, oder? Ne, haben wir tatsächlich noch nicht.
Und dann kann man nämlich hier runter. So. Vielleicht nochmal hier reinschauen. Hier ist aber auch nichts weiter. Ich meine, das ganze Ding brennt. Gut, ich gehe mal davon aus, dass hier tatsächlich nichts weiter ist, dass wir einfach mal da vorne reinlaufen dürfen. So, Bogen, den haben wir. Da würde ich mal sagen, geht's nach diesem glorreichen Kampf hier weiter.